drin. Das da eine schöne Frequenzumsetzung. Ja. Ja, den haben Sie ja immer dabei stehen. Also ja, auf den Bildern zumindest. Naja, sicher. Das ist ja eines meiner wichtigsten Effektgeräte. Das müssen Sie uns dann ja mal erklären. Ja, das erkläre ich immer. Ja. Denn das ist ja interessant. Das ist interessant. Ich habe auch keine, weiß nicht, ob eine neue Fassung und wie die existiert. In Mikroelektrode ist mir noch keiner untergekommen. Mhm. Aber ich meine, das Prinzip wird ja hoffentlich verarbeitet sein. Aber das war nur speziell für mich gemacht. Und eben, das war ja eine Spezialanfertigung. Das war eine Spezialanfertigung. Von einem Spezialisten-Team, die für Telefonen auch gearbeitet haben. Aber Telefon sagt, das ist für uns zu, nicht, da zahlen wir zu viel, wenn wir es nur ein Ding machen. Mhm. Aber so jemand privaten geht und mit dem rechnen, mit dem das machen. So, man sieht das schon, durchgehitzt ist. Ja. Ich will mal sehen, ob ich jetzt hier schon ran kann, ob ich da drin bin. Ah ja, der damit nochmal das auch mal. Das ist interessant, ja. Mal sehen, irgendwas wird schon passieren. So. Zum Beispiel. Ach, das macht ihr, ja? Zum Beispiel, nicht? Er steht ein bisschen unten. Hier oben. Das, also, der transponiert praktisch? Oder was macht er? Ja, er verschiebt die Tonhöhe. Und zwar, das Interessante ist nicht logarithmisch, wie ich die Dinger mache, sondern linear. Aha. Dadurch ändert sich natürlich die Tonleiter. Ich brauche noch nicht den Iterationseffekt, kann man ja mal weglassen. So. Mhm. Ja, den will ich auch weglassen, die Töne, die wir jetzt nicht brauchen, damit sie uns nicht stören. Oh, warte mal, da geben wir das weg. Ja. Oder hier. Mhm. Das hört sich so wie ein Rekodulator an, ne? Ja. Es wird alles verschoben. Ja, ja. Nicht? Und zwar nach der einen Seite wird es größer und nach der anderen wird es kleiner. Wir mal sehen, was haben wir hier noch. Und nun kann man das natürlich, wenn Sie wollen, in Akkorden auch machen, indem man die nun da wieder zunimmt. Mal sehen, was wir jetzt noch einstellen können. Gehen wir mal hier so in etwas anderes. Die feuchtesten Sachen. Ja, das hört sich echt lustig an. Und wenn man sowas zum Beispiel macht, das kommt in meiner Komposition vor, da habe ich hier, na, wo ist das, bei zwei, ja stimmt, ja, hier. Da habe ich eines in einer Variation, ich kann sie noch einmal vorstellen, ob ich hier kann ich jetzt im Moment nicht so gut spielen, weil ich so lange nicht gespielt habe. Das ist ganz besonders knifflig. Mhm. Mhm. Das gibt eine Sinusgeschichte in einer sehr engen Fassung, aber immerhin, das ist ein Kombinationston aus zwei anderen und die werden ja immer sinusförmig, nicht? Die setzen sich dann so über so eine Mischgeschichte zusammen und da kann man dann. Kann man natürlich zum Spott auf die ganze Geschichte, kann man das Ganze natürlich auch in Terzen spielen. Aha. Hey. Das hört sich hübsch an. Ja. Und da sind natürlich sehr viele Möglichkeiten. Und dann eben noch, dass man das auch noch mit allen möglichen Frequenzen, das war 750, wenn man auf, ja, den wollte ich jetzt noch nicht, aber wenn man mal hier auf 200 geht, dann sieht das natürlich, warten Sie mal, dann sieht das wieder anders aus, dann kriegt man viel schnellere Intervalle. Was mache ich jetzt? So. Wo sind wir denn jetzt drin? Den habe ich drin, ja. Jetzt kommen wir noch hier. So, aber den werden wir jetzt auch noch gleich schlachten.
Mal sehen. Da bauen sich ganze Klanggebäude auf. Ne? Ja, ja, ne? Das ist toll, ne? Ja, ja, ja. Mhm. Ja. Naja, das sind für viele Aufgaben ist das interessant, weil man da mit verhältnismäßig wenig Schritten da in die fremdartige Gebiete kommt, die ist dann sehr gut verwendet. Ja, ja, das glaube ich. Nicht? Also insofern würde so ein Gerät immer dazugehören. Mhm. Das ist einfach, man kann es sonst ja kaum anwenden. Nicht? Naja, also gut, es hat ja bei all diesen Geräten, wo Kohle und Wohle und so, sind ja überall solche Versetzungserscheinungen drin. Aber die hier, die finde ich besonders gut und die ist auch besonders fabelhaft gemacht. Mhm. Da sind lauter Quarzfilter drin. Ja, ja, hochstabil. Ja. Das ist toll, ja. Das war, wenn das eine Sonderanfertigung gewesen ist, ist es auch sicherlich sehr, sehr teuer gewesen. Das war ganz schön teuer, ja. Ja, also, die Quarzfilter mussten wir einfach haben und die gab es nicht. Mhm. Die mussten sogar noch gemacht werden. Ach, Mann, Rot und Schwarz. Mhm. Rot und Schwarz, genau, das waren ja die Leute. Ja, das ist so die. Aber sie haben es aber fein geschafft. Mhm. Sie haben es fein geschafft, so, je nachdem weg.